Frederick Morris war Städteplaner ungefähr im Jahr 1900 in New York und das war derjenige, der vorausberechnet hat, dass ums Jahr 1930 aufgrund des hohen Pferdekutschenverkehrsaufkommens auf den Straßen Manhattans die Fäkalien der Pferde bis zum zweiten, dritten Stock der Häuser in Manhattan reichen würden. Dann kam das Automobil. Unsere Staatsschulden und die Verschuldung unserer Gesellschaften sind die finanziellen Pferdescheißeberge des 20. Jahrhunderts und Bitcoin ist das Automobil, was verhindern wird, dass uns diese Haufen irgendwann in diesen Haufen ersticken. Bitcoin, Kryptowährung, meiner Meinung nach sorgt dafür, dass unsere Gesellschaft eintritt in eine ökonomische Singularität, in eine Phase der Veränderung, nach der wir in wenigen Jahren Geschäfte miteinander tätigen werden, miteinander handeln werden, miteinander Vereinbarungen treffen werden, auf Arten und Weisen, für die wir im Moment noch nicht mal Worte haben. Weil die werden so innovativ sein, wir haben noch nicht mal die Konzepte oder die Ideen dafür, aber wir werden diese ganz unglaublichen Veränderungen in den nächsten Jahren sehen und sie werden durch Kryptowährung, und Bitcoin ist die erste Kryptowährung, losgetreten werden.